Tristan. Was, Tristan? Olivia, hör zu. Ich will dir nicht wehtun müssen. Hol dir die App zu Berlin Tag und Nacht. Streame Folgen, die du im TV verpasst hast. Vieles mehr erwartet dich. Jetzt App downloaden. Heute ist es soweit. Heute schnappt die Falle für Tristan zu. Mann, ich halte es einfach keinen Tag länger mehr aus bei diesem widerlichen Kerl. Ich muss vorsichtig sein, um die nicht nochmal in Gefahr zu bringen. Oder mich selber. Morgen. Morgen. Schlafen? Ja. Na klar. Wow, und du hast Pancakes gemacht? Ich liebe Pancakes, danke. Dann lass es dir schmecken. Du dir auch. Danke für deine Mühe. Gerne. Tristan, ich wollte mich dafür entschuldigen, dass ich dich verlassen wollte. Weil das möchte ich natürlich nicht. Ich weiß überhaupt nicht, was in mich gefahren war, aber ich glaube, ich hatte einfach nur Angst. Weil mit dir läuft alles so perfekt und schön. Ganz im Gegensatz zu Team. Ich weiß es sehr zu schätzen. Freut mich, dass du es eingesehen hast. Ich hab mir da auch was überlegt als Überraschung. Ach ja? Wiedergutmachung. Da freue ich mich schon drauf. Dann lass uns doch ins Schlafzimmer gehen. Na. Man sagt doch, die Vorfreude ist die schönste Freude. Also musst du warten, bis du von Arbeit wieder zurückkommst. Dann mache ich mich mal lieber gleich auf den Weg. Dann bin ich schneller wieder hier. Am liebsten würde ich mir meinen Mund mit Seife auswaschen, nachdem ich den so geil machen musste. Dass er wirklich glaubt, dass ich noch mit dem schlafen will? Nach dem, was er mir alles angetan hat? Egal, ich werde ihn heute fertig machen. Ich weiß, ich habe Tara versprochen, die Füße stillzuhalten, aber ich habe kaum gepennt. Ich meine, ich muss Olivia da irgendwie rausholen. Und Hassan ist da meine letzte Chance. Ich hoffe einfach nur, er kommt, obwohl ich ihn in den Stich gelassen habe. Hey, cool, dass du gekommen bist. Rein. Mensch, Junge, was willst du noch von mir? Nach der Aktion, was du abgezogen hast, mit dem Rückzieher, hast du noch den Mut, dich bei mir zu melden? Mann, du bist abgehauen wie eine Tussi. Aber ganz ehrlich, ich wusste, dass du ein falscher 50er bist. Ach, das stimmt doch nicht, Mann. Mann, Tarik wurde hochgenommen. Nur weil du abgehauen bist vorher. Ja. Was soll das denn, Mann? Verstehst du das? Mann, du verstehst nicht, warum ich abgehauen bin, okay? Ich wollte das ja mit ihm durchziehen. Aber meine Freundin ist aufgetaucht und ich wollte sie da nicht mit reinziehen. Das kannst du doch hoffentlich verstehen, oder? Nein, unsere Arbeit ist jetzt beendet, okay? Hör mir mal zu. Es gibt keine Zusammenarbeit mehr. Okay, such dir jemand anderen, mit dem du zusammenarbeitest. Okay? Punkt aus Ende. Und eins sage ich dir noch. Wenn du deinen Mund aufmachst und jemand was davon erzählst, was wir gemacht haben oder was wir abgezogen haben, ich schwöre dir, du weißt ganz genau, was ich mit dir mache. Ich hole dich, egal wo du bist. Hast du mich verstanden? Hast du mich verstanden? Ja. Hassan, hey, bitte. Guck mal, es geht um meine Freundin. Ich brauche deine Hilfe, okay? Mann, das, was sie vor... Es wird gefährlich und ich muss sie helfen. Wir sehen uns. Hey. Hey. Ey, Dean, wir haben so viel zu erzählen von Dominion. Wir haben richtig viele Hunde gerettet. Vor der Tötung. Echt? Das waren bestimmt 100, 200, oder, Connor? Das war richtig viel. Ja. Das war richtig cool, mal so aktiv dabei zu sein und wirklich was bewirken zu können. Freut mich. Man hat direkt gewusst, dass man geschafft hat. Fuck, Hassan war meine letzte Chance. Ich meine, ich mache mir einfach mega Sorgen um Olivia. Klar, sie ist tough und so. Aber Tristan ist ein gefährlicher Psycho und zu allem fähig. Mir dreht sich schon ein bisschen der Magen um, wenn ich daran denke, was gleich auf mich zukommt. Aber das ist nun mal der einzige Weg, um endlich herauszukommen und zurückzudienen. Dean. Olivia. Ja. Hörst du mich? Ja,
Ja, ich höre dich. Also erzähl, was los? Wie willst du von da raus? Was ist der Plan, hä? Sag's mir. Dean, ich habe alles im Griff, okay? Aber es ist einfach viel zu riskant, wenn ich dir erzähle, was ich vorhab, bitte. Du musst mir vertrauen. Ja, du musst geduldig sein. Olivia, das hat doch nichts mit Vertrauen zu tun. Ich will dich doch mal warnen. Guck mal. Okay, du hast alles im Griff. Dann pass auf, dann tu mir den Gefallen und pass auf dich auf, okay? Und vertrau auf gar keinen Fall Tristan, ja? Der ist unberechenbar, das ist mir bei. Ich weiß. Du kannst nicht wissen. Ich hab's einfach nicht mehr ausgehalten. Wer war das? Dean. Was soll der Scheiß? Willst du mich eigentlich verarschen? War das alles Lüge, was du mir morgen erzählt hast, oder was? Tristan. Was, Tristan? Olivia, hör zu. Ich will dir nicht wehtun müssen. Aber was soll ich denn machen? Tristan, ich bin ans Handy gegangen, ja. Ja. Aber nur, um den für ein und alle Mal klarzumachen, dass es zwischen uns vorbei ist. Er soll sich einfach aus unserem Leben halten. Ich habe ihm klargemacht, dass du der Mann bist, mit dem ich alt werden möchte. Verstehst du? Und ja. Gerade, wo sich das zwischen uns entwickelt, so etwas wie Liebe, wollte ich nur, dass er das nochmal versteht. Scheiße, ich muss rangehen. Singapur. Kann ein bisschen dauern. Zieh dir schon mal was Schönes an. Mach ich. Hallo? Fuck. Ey, das war mega knapp. Fast wäre wegen dir mein ganzer Plan kaputt gegangen. Weil, was macht Tristan überhaupt schon hier? Ich bin innerlich überhaupt gar nicht darauf vorbereitet. Egal. Gleich ist Showtime. Und mir zittern verdammt nochmal die Knie. Ich hoffe, ich habe an alles gedacht. Aber was ist, wenn ich Tristan unterschätzt habe und er mich vorher durchschaut? Fuck. Ich darf nicht daran denken. Ich muss das jetzt durchziehen. Für Dean und für mich. Tristan! Hat leider länger gedauert, aber du weißt ja, wird hard play hard. Ach, alles gut. Wow. Setz dich. Also werde ich dich ein bisschen verführen. Du bist so erbärmlich. Glaubst du wirklich, ich schlafe jetzt mit dir? Glaubst du wirklich, ich habe dich jemals geliebt? Da hast du dich geschnitten. Du bist so ein armes Würstchen. Du hast nichts drauf. Du bist lächerlich. Halt's Maul, so redest du nicht mit mir. Ach so. Das Witzige ist, ich liebe Dean und ich werde ihn immer lieben. Und jedes Mal, wenn wir miteinander gef***t haben, habe ich an ihn gedacht. Ein Mann, der Frauen schlägt. Boah, sehr unangenehm. Dich mach ich fertig! Ich mach dich fertig! Mama, ich mach dich kalt! Ich mach dich kalt! Guck mal, wir haben bestimmt 100 bis 200 Hunde retten können. Mich macht es echt krank, dass ich nicht weiß, was mit Olivia ist. Ich meine, wieso hat sie vorhin einfach aufgelegt und was hat sie vor? Hey, wenn Tristan ihr auch nur ein Haar krümmt, dann könnte ich mir das nie verzeihen. Sag es. Wow. Was, Bitte, mach Platz. Nein, was machst du denn? Was soll mal sagen, was hier gerade... Ja. Seit wir wieder hier sind, bist du mega merkwürdig, Dicker. Das ist irgendwie wegen diesem Typen da draußen im Hausflur. Connor, ich habe keine Zeit für Erklärungen, okay? Olivia ist in Gefahr. Das ist los. Wie? Stopp mal eben kurz. Ganz egal, was da jetzt gerade mit Olivia los ist, ja? Ich weiß es nicht. Aber ist es das wert? Willst du da hingehen und den Typen verprügeln? Was passiert dann? Dann hast du eine Anzeige, dann landest du im Knast. Was ist mit der Fahrerflucht? Hey,
Das da bist du gerade so davon gekommen. Das ist mir alles egal, okay? Weil Olivia dabei Tristan ist. Unser Typ ist irre. Der ist unberechenbar. Ist ein Psycho. Versteht okay, ihr? Okay, okay. Warum Olivia? Und Olivia hat was vor, okay? Sie hat was vor, um ihn dran zu kriegen. Und ich befürchte nichts Gutes. Deswegen macht jetzt bitte Platz. Was ist mit der Polizei? Warum rufst du nicht die Polizei? Polizei? Was soll mir denn die Polizei großartig helfen, hä? Wie sollen die mir helfen? Dein Mann, der Typ hat doch überall seine feinen Freunde. Und ich als Assi, der selber Dreck am Stecken hat, sag mir. Also mach jetzt Platz, weil ich gehe. Nee, warte mal eben. Dreck am Stecken? Olivia, warte kurz, Schatz. Ist Olivia wirklich in Gefahr? Hundertprozentig. Könnt ihr mir mal erklären, was hier jetzt los ist? Ihr könnt doch jetzt nicht einfach da hinfahren und dann eine runde Luft. Alles gut, es passiert nichts. Ja. Auch wenn ich Connor nicht in Gefahr bringen will, bin ich froh, meinen Bruder bei mir zu haben. Ich weiß echt nicht, was uns da gleich erwarten wird. Und ich kann für nichts garantieren. Von meiner Seite. Schau mal da. Olivia! Ich bring den um, ich mein's ernst. Olivia! Er hat genug. Was ist das? Warum ist da Blut? Warum ist da Blut, hä? Ich bringe ihn um. Nein! Hey! Dean! Das dreckige Schwein. Ich ruf die Polizei, okay? Ich ruf die Polizei. Er kriegt, was er verdient. Okay, gut. Ja? Gut. Okay. Okay. Gut. Ist alles gut? Ja? Ist alles gut? Danke. Wir sind unterwegs. Komm. Okay. Lass uns weg von hier. Und das ist die Tatwaffe, mit der sie niedergeschlagen worden sind? Ja. Okay. Ich habe den ersten Schlag auch aufgenommen auf mein Handy. Okay. Echt tapfer gewesen. Und ich werde jede gerechte Strafe auf mich nehmen für das, was ich hier gemacht habe. Aber wie gesagt, das war halt nur Notwehr. Okay. Passen Sie auf, ich bin hier das Opfer. In meiner eigenen Wohnung. Wurde ich hier angegriffen. Der hat sich doch in meine Wohnung getan. Das können Sie gleich noch zur Sache äußern, ja? Zeigen Sie mir einmal das Video. Ja. Ja. Gut, also das ist eindeutig, wir müssen ihn mitnehmen. Alles klar. Was mitnehmen? Hier, schauen Sie sich das an. Ich blute. Der Wahnsinn ist auf mich losgegangen. Und das hier erzählt sie sowieso nur Lügen. Die haben mich auch nur belogen und betrogen. Es ist gut. Es reicht. Wir müssen die Tatwaffe mitnehmen und das Handy ist auch ein Beweismittel. Das nehmen wir alles mit, ja? Wir melden uns bei Ihnen, ja? Danke. Okay. Tschüss. Ich mache euch fertig. Und Abmarsch. Ich mache euch fertig. Wir sehen uns noch. Ja, das ist safe. Und raus. Ich kann echt nicht fassen, was hier gerade passiert ist. Also, du hast ernsthaft einen Streit provoziert, das alles aufgenommen, wie er dich geschlagen hat? Ja. Krass. Ich will mir gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn ich und Connor nicht rechtzeitig gekommen wären. Das war der einzige Ausweg. Ich musste Tristan irgendwas anhängen, damit wir endlich wieder zusammenkommen können, Dean. Ich liebe dich doch. Ich liebe dich auch. Jetzt lass endlich von dir abhauen. Bitte. Es kann nichts mehr trennen, okay? Das verspreche ich dir. Aber ich habe trotzdem Angst. Tristan hat so viel Geld. Er kann sich die besten Anwälte leisten. Olivia, hey, soll er doch mit seinem Geld zum Teufel, okay? Das bringt dir noch gar nichts mehr. Weil dank deinen Beweisen hat er vor Gericht keine Chance, das sage ich. Ich bin selbst an allem schuld, was passiert ist. Ich bin auf diesen Psycho reingefallen und habe mich von seiner Kohle blenden lassen. Ich hoffe nur, dass ich nicht noch weiter bezahlen muss. Ah!
Hol das Handy raus, komm. Wir wollen gerne hier um die Ecke, in die Nähe, in die neue Bar. Die neue Bar? Also wenn mich France abgeneigt, waren die nicht. Larissa, das ist das schwule Pärchen, das ich heute Bodyburn kennengelernt habe, von dem ich dir schon erzählt habe. Ja, ich bin eigentlich nur hier, weil ich mich bei euch entschuldigen möchte. Für alles, was ich getan habe. Also ja, so ich sowieso schon so viel Zeit hier verbringen willst, könntest du ja theoretisch hier auch... Hier einziehen? Ja.